Als nächster zu Wort gemeldet Herr Abgeordneter Josef Muchitsch, bitte. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, sehr geschätzter Herr Minister, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Kein guter Start am zweiten Tag für die Beratungen bzw. Beschlussfassungen des Budgets. Weil hier der Kollege Kickl etwas ganz was Einfaches macht. Er stellt sich hier heraus und magaziniert so richtig auf und gibt Dinge von sich, die eigentlich nicht sehr fair sind, operiert mit Zahlen, die teilweise nicht stimmen und die letztendlich die Menschen in diesem Land verunsichern. Ich hab das seit gestern, alles was diese Wortmeldungen der Oppositionsparteien sind, zugehört. Und eines ist offensichtlich und ganz klar sichtbar. Egal welche Partei in diesem Land eine Verantwortung übernimmt, ob das auf Gemeindeebene, Landesebene oder Bundesebene ist, die Oppositionsparteien sind einmal sowieso gegen alles, sind kritisch und drehen alles schlecht, was hier dementsprechend an Verantwortung übernommen wird. Und das ist Fakt. Und das ist eigentlich nicht fair und das ist eigentlich nicht richtig. Und ich kann mich nicht damit anfreunden, wenn es dann heißt in den Medien, die Opposition zerfetzt ein Budget. Kann man sie nicht da herstellen und sagen, das ist gut gelöst, da sehen wir eine Chance, aber hier haben wir eine andere Meinung. Kann man das nicht machen? Wie wir es im Gemeinderat vielleicht noch besser leben, als wir hier im Hohen Haus, wo ein bisschen gegenseitiger Respekt vorhanden ist und wirkliche konstruktive Politik gemacht wird. Und wir machen es auch nicht, Dinge schön zu reden, was das Budget 2016 betrifft. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir reden diese Herausforderungen aber nicht schlecht, sondern wir versuchen, Lösungen zu finden. Und wir werden nicht alles an Lösungen schaffen. Wir werden es auch nicht schaffen, 2016 alle Probleme zu lösen. Aber Fakt ist, was wir machen, wir nehmen uns diesen Herausforderungen an. Wir versuchen, Lösungen zu finden. Und mit vier Beispielen ist das ganz klar in diesem Budget aufgezeigt. Mit der Steuerreform mehr netto im Geldbörsel als wie bisher. Ein ganz wichtiger Punkt für die Menschen in diesem Land. Mit der Wohnbauoffensive ganz klar Konjunktur ankurbeln. Mit der schrittweisen Einführung des Bonus-Malus-Systems, wo wir nicht am Ende sind, zugegeben, aber wir beginnen damit. Wir beginnen mit einer Bewusstseinsbildung, dementsprechend ältere Menschen länger in Beschäftigung zu halten. Und der größte Bereich und die größte Herausforderung für 2016, da gebe ich Ihnen recht, Kollege Kickl, das ist der Arbeitsmarkt. Das ist die größte Herausforderung. Und diese Herausforderung stellt uns natürlich vor Probleme. Und wenn Sie schon hierher kommen und sich hierher stellen und sagen, von 19.000 Asylanten, nehmen wir bitte die richtigen Begriffe. Es sind Asylberechtigte. Asylberechtigte, die einen Status haben, die ein Recht haben, dementsprechend am Arbeitsmarkt vermittelt zu werden. Und vermischen Sie nicht Asylanten mit Asylwerber und Asylberechtigte. Und jetzt kann man eines machen. Jetzt kann man das machen, was Sie machen von der FPÖ. Sie stellen sich hierher und heulen mit den Wölfen oder Sie bringen wirklich Punkte ein, die konstruktiv sind und die uns dabei helfen. Ja, das ist ja ein schöner Einwurf. Dann müsst ihr mir mal sagen, was eure Leistungen sind. Was eure Leistungen sind im Bereich Arbeitsmarkt. Was eure Leistungen sind, wo ihr Verantwortung übernimmt. Wo ihr Wohnbaugelder in Oberösterreich kürzt. Überall dort, wie ihr in politische Verantwortung seid. Und Fakt ist, dass das Vergabegesetz ist im Fluss. Und mit aller Unterstützung aller Parteien werden wir dieses Vergabegesetz auch zustande bringen. Da bin ich überzeugt. Und wissen Sie, der Unterschied ist, wir stehen zu diesem Budget. Wir stehen zu diesem Sozialminister, weil er Verantwortung übernimmt. Weil er von den insgesamt 77 Milliarden Budgetansatz den größten Bereich übernimmt. Und dieses Budget zeigt ganz klar in den Bereichen Arbeitsmarkt mit 8 Milliarden, Pensionen mit 11 Milliarden. Pflege mit 2,76 Milliarden. Das zeigt eine soziale Kompetenz und eine soziale Gerechtigkeit. Dazu stehen wir. Und abschließend nur eines an die Adresse der Opposition.
Nur mit Kritik und Polemik werden wir es nicht schaffen, die Probleme in diesem Land zu lösen. Deswegen ersuche ich Sie, kommen Sie runter auf die konstruktive und sachliche Ebene. Dankeschön. Die größte Herausforderung 2016 wird der Arbeitsmarkt bleiben, sagt Josef Muchitsch, der Sozialsprecher der SPÖ.